Okay. Ich glaube, wir müssen da diesen Schalter umlegen, oder? Den wir da draußen gesehen hatten. Das könnte natürlich sein. Dann bin ich gerade überfragt. Es muss ja irgendwas hier vorne sein, was wir machen müssen. Hier können wir sonst auch nichts machen. Vielleicht reden wir einfach erstmal mit Kenny. Hey Ken, what's up? God, we need some help getting this train going. People take notes, right, when working on stuff like this? We're smart guys, we can figure it out. You want to talk about Duck? I'm really sorry, Kenny. Nobody deserves this. There's nothing to talk about. You heard Cat. He could be fine. We probably shouldn't ignore that. Nobody's ignoring nothing. I'm not worried. You shouldn't be either. I don't know about leaving Lily back there. Abandoning someone on the side of the road, it's the same as murder. Don't worry about it. We just would have had to deal with her eventually. God, we need some help getting this train going. People take notes, right, when working on stuff like this? We're smart guys. We can figure it out. I'll get back to it. Me too. Nothing about the train. Das ist doch scheiße. Machen wir denn hier noch irgendwie was? No idea what to do with these. Ich glaube, wir müssen weiter hinten im Zug noch schauen. Wieso auch immer dort was sein soll. That's one hell of a mess. Haben wir denn da noch so? Ich glaube, wir waren noch hinten, noch nicht draußen. Aber hier haben wir, glaube ich, nichts mehr liegen. Gehen wir mal da runter. Mal sehen. Hier muss ja noch irgendwas sein. There's gotta be a better way to do this. Mit der Zange vielleicht? It's stuck. I can definitely pry this thing free if I can break it loose first. Looks like it'll get that pin out. Ah. Shit. Na toll. Broken. Und jetzt? Derailed. Ich bin gerade überfragt. It's stuck. We need a bunch of force to break away all this rust and whatnot before I can pry anything free. Na toll. Na toll.
Aber vielleicht kann uns ja der Kenny dabei helfen. Wäre zumindest sehr hilfreich. Es wäre hilfreich, wenn er uns helfen würde. Okay, mal gucken. We got a problem. What? We still got the rest of the train attached to us back there. Shit. I tried to yank the pin out, but it won't budge. Well, we ain't going anywhere until it does. Ja, toll. Und jetzt? Können wir denn da vorne noch was machen? Aber hier ist ja sonst nichts, glaube ich. Nee. Ich bin verwirrt. Sogar sehr verwirrt. Können wir denn hier noch was machen? Kann man das vielleicht irgendwie mit dem Auto oder so? Mal reingehen. Vielleicht haben wir ja hier irgendwas Hilfreiches. Oh, nee. Ich wollte doch gar nicht rausgehen. So. Aber hier ist, glaube ich, auch nichts Hilfreiches. Bin irgendwie überfragt. Wahrscheinlich wieder was total Offensichtliches. Ich frage ihn mal, ob er eine Idee hatte. We found a notebook that we think might have had some starter directions on it, but the page is missing. Well, I'm sure you guys will figure it out. Na toll. How's Duck? I don't know. Tired, which could mean a lot of things, right? Yeah. His body's probably fighting whatever's in it. Exactly. Has Clementine said anything to you about Carly or Duck or anything? I'm worried about her. No. That little girl is a puzzle. Yeah, she is. Poor Carly. God, where did yesterday go? I don't know. Are you okay? I know you were fond of her. I was. This isn't any time for, you know, romance, but yeah. I was, fond of her, yeah. Would you have left Lily back there? On the side of the road like that? Yes, Lee. Yeah? We have to have lines. Yes, I would have left her. Okay, then. Anyway, let me know if anything changes here. Is Ken all right? What is he doing? He's put his mind to figuring out the train. What about you? Same thing, sort of. I found some instructions, but I can't read them. Oh. Well, I'm sure someone can help you. Bestimmt Clementine. Okay, dann geben wir ihm das Wasser. Here, found some water. Oh, thank you. Perfect. He's allergic to bees. Is that right? It's all I can keep thinking about. Like, somehow that matters. It doesn't. I know. Well, I don't. But you're probably right. Here, I found these. If Duck's up for it. Thank you. That's very thoughtful. He isn't fussy, you know. What? Most kids, they're really fussy about what they'll eat. Hate vegetables, that kind of thing. Not Duck, huh? No.
The most trouble I ever have is making him use a fork. Thank you, Lee. Sure. Okay, dann reden wir mal mit kleinen Teilen. There's a notepad on the train. Do you have any pencils or anything in your pack? No, I wish. Maybe in the RV. What do you need it for? There used to be something written on the notepad that I need to know about. Well, if you're not using it, I'd take it. I'm out of paper, and there's all sorts of new leaves around here. Hey, sweet pea. You okay out here? I don't think Doc feels good. Me neither. Okay, dann gucken wir mal. Im Wohnwagen. Die hat ja gesagt, dort könnte was drin sein. Ich wüsste jetzt allerdings nicht, wo. Komisch. Und jetzt? Ich glaube, ich rede nochmal mit ihr. Hey, Sweet Pea. You okay out here? Ups, das wollte ich euch. Me neither. Dachte, man könnte das vielleicht überspringen. Oh, scheiße. Jetzt weiß ich nicht, was wir hier machen können. Weil sie keine Bleistifte hat. Ich bin verwirrt. Extrem verwirrt. Hey, Kent. What's up? God, we need some help getting this train going. People take notes, right, when we're working on stuff like this? We're smart guys. We can figure it out. All right, then. Yep. Ah, ja, toll. War da vielleicht ein Stift drin? Nothing about the train. Hey, wo kriegen wir denn jetzt einen Stift her? Ich check's nicht. Ich check es nicht. Ich check es nicht. Gucken wir mal nochmal dorthin. Vielleicht ist ja hier irgendwo ein Stift. Ah, sieht nicht so aus. Boah, ich bin voll verwirrt. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Ich habe jetzt schon alles ausprobiert, was ich kann. Have you heard or seen anything out here? No sign of whatever lives in the train. Keep it down. I don't want you scaring the kids. Oder habe ich da irgendwas übersehen hier in dem Wohnmobil? Aber hier ist doch nichts. Ah, da ist ein Oh, bin ich blöd. Den habe ich überhaupt nicht gesehen gerade. Okay. Dann jetzt nochmal vorne in das Führerhaus. Und dann können wir wahrscheinlich schauen, was dort auf diesem Notizblock steht. So, mit dem Bleistift. Perfect. You can read it now? Yeah, should be able to just follow the steps to get the engine on. Sounds good. Okay, Moment.
Was? Muss ich das jetzt verstehen? 9, 6, 5, hä? Ich glaube, das hier könnte das für das Steuerpult hier sein. Genau. Moment, nochmal drauf gucken. Die ersten beiden nach unten, ne? Okay, das ist dann richtig. Die nächsten beiden nach oben. Ups. Das wollte ich gar nicht. So, und dann einer nach oben, einer nach unten und einer nach oben. Son of a bitch! Whatever you did, lit the dash up! So far, so good. Okay, also hätten wir das schon mal hingekriegt. Ich wette, wir müssen jetzt hier den Schalter umlegen. 9. Gucken wir mal aufs Brett. Nee. Müssen erst irgendwas mit einer 5 finden. Müsste irgendwo hier drinnen sein noch. Dort ist was mit einer 5. Hier, genau. Ah, das habe ich ja gar nicht gesehen. Gucken wir mal nochmal. Okay. Das war jetzt richtig, glaube ich. Nee, genau andersrum. Na toll. Genau. Now we're talking. Genau, und jetzt müssen wir den Schalter umlegen. Warum auch immer man das... Ups, falsch. Scheiße. Warum auch immer wir das jetzt als letztes machen müssen, dann kann man heute noch gar nicht mehr richtig ausmachen. Wenn man unterwegs ist. Hm. So. Genau. Das müssen wir den nach links drehen, also. Okay, das war's nicht. Ah. Holy shit, we're golden. Yeah, we are. Golden. Man, feels good. Let's fucking enjoy this. Mom, let's see if she'll move. Okay, sollen wir mal jetzt hinterher gehen, oder was? It's all yours. Okay. Muss ich denn jetzt draufdrücken? That's the throttle. Ah. Damn it! Of course, we're still attached. Can you go find out where we're stuck and get us unstuck? Yeah. Okay, fragt sich jetzt, wie wir das rausfinden. Ich weiß doch schon, wo wir da stuck sind, aber... beziehungsweise wo wir festhängen. Aber wir kommen da ja nicht so einfach raus. Das ist es ja. So. There's gotta be a better way to do this.
Ah, jetzt geht's schon mal. There. Hey, Kenny, we're loose. Super. Bedeutet jetzt, wir können wieder nach vorne scheinbar.